So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo. So, neue Runde, neues Glück, ein weiterer wunderschöner Tag im Zoo Leipzig. Hallo zu einer neuen Runde von Elefant, Tiger und Co., der Podcast. Und heute reicht's mal das Wetter für draußen. Blauer Himmel und wir haben auch einen, der auf jeden Fall aber immer die Stimmung hebt. Jörg Gräser ist heute der Gast hier beim Podcast. Hallo Jörg. Hallo, also ich freue mich sehr. Nicht nur du, also das ist ganz auf unserer Seite. Also als es damals losging mit Elefant, Tiger und Co., der Podcast, dass wir den machen wollen, diejenigen, die das angestoßen haben, haben als erstes gesagt, aber Jörg Gräser müssen wir unbedingt mit dabei haben. Dann sagte noch eine Arbeitskollegin von mir, oh, da macht aber auch was mit Jörg Gräser. Und als dann meine Frau auch noch zu Hause sagte, aber ja, den machen wir. Also du hast schon einen Status bei Elefant, Tiger und Co., den spürst du auch, oder? Boah, also einen Status, ne? Also ich meine, also ich arbeite ja eigentlich. Also die kommen einfach mit und filmen das quasi, ne? Aber wie du das machst, das geht immer ans Herz. Und ich könnte wetten, also wenn zum Beispiel mal eine Seniorengruppe hier unterwegs im Zoo ist und dich erspäht, da kommt garantiert immer mal so ein Oh. Ach ne, ja, im Zoo wirst du schon viel erkannt, ne? Also die meisten Leute erkennen mich eigentlich an der Stimme, ne? Es ist auch, wenn ich jetzt draußen irgendwo bin, das ist also, da gucken sie zwar mal, aber erkennen tun die ihn gar nicht so, das ist eher, wenn ich dann anfange irgendwo zu reden, dann, wow, das ist er. Im Großen und Ganzen hält sich das alles im Rahmen, im Zoo, das ist, gehört einfach zur Arbeit dazu, bin ich auch ganz froh drüber, muss ich sagen, dass die Leute eben auch sich mal trauen, auch mal einen Tierpfleger anzusprechen, ne? Das hast du ja früher gar nicht gehabt, da bist du alleine mit deiner Karre hier durch den Zoo geschippert, ne? Ja. Und da hat sich keiner getraut, dich mal irgendwie anzusprechen, klar, es ist ja ganz logisch, ja, ja. Ich bin auch nicht durch die Stadt und quatsch die Leute voll, ne? Also, wenn ich sie nicht kenne. Und, du pflegst ja nur noch Tiere, mit denen jeder irgendwie was Besonderes anfangen kann. Also da sind die Erdmännchen, dann sind es die Löwen, die Hyänen. Die sind zwar nicht jedem so vielleicht ans Herz gewachsen, aber trotzdem immer besondere Tiere. Dann das Känguru, fällt mir alles ein. Es ist alles in deinem Aufgabenbereich. Ja, also ich habe momentan, ich kann es euch auch mal aufzählen, ich habe momentan Löwen, dann die Erdmännchen, dann die Kängurus, Mundjaks, die Hyänen. Schwarze Nilstachelmäuse, einen ganzen Beutel voll. Die vermehren sich auch recht gut. Na, ja, und da hast du eine ganze Zeit echt zu tun. Die Löwen stehen natürlich trotzdem für viele immer so zuvorderst. Und im Moment habt ihr ja gerade wieder Glück. Wie läuft es mit den kleinen Löwenbabys? Ja, unsere Zweier, Gigali und Mayo, die haben jetzt den Nachwuchs. Na. Ja, zwei Jungs, zwei Mädchen entwickeln sich wirklich prächtig. Die machen das auch diesmal sehr, sehr gut als Eltern. Na. Kümmern sich wirklich hervorragend, betet drum. Mario, nach der zweiten Woche durfte der mit richtig in der Mutterbox liegen und hat mit den Kindern auch gekuschelt und die auch beleckt und tralala. Und er hat sich ja sowieso vorher schon als guter Vater bewährt. Ne. So wie du es jetzt so erzählst, du wirkst immer wie ein Tierversteher. Also es wird auch mir ja immer wieder gesagt, wir sollen die Tiere nicht so vermenschlichen, aber gerade das kannst du so wunderbar, dass man immer das nachfühlen kann, was fühlt das Tier jetzt gerade, wie geht's dem? Naja, also ich will mal so sagen, was vermenschlichen, ich meine, wir sind auch bloß haarlose Affen, die mit ein bisschen anderen Grips hier draußen rumsausen. Ne? So muss man es auch mal sehen. Naja, also, wie die Tiere uns jetzt hier draußen sehen, ja, das ist eben dann ihre Sache, ne? Aber letztendlich gehören wir auch bloß zum Säugern, ne? Und haben ein bisschen anders gestricktes Gehirn, aber letztendlich haben die ja genauso Gefühle, die Tiere. Und bei Löwen ist es zum Beispiel so, das sind ja nur Rudeltiere, und wenn dort einer Stress hat, der Mensch ist ja so veranlagt, der kann das lange in sich reinfressen, irgendwelchen Ärger, Stress, aber irgendwann explodiert er. Na. Und Tiere, die werden sowas sofort verarbeiten. Na. Also wenn jetzt zum Beispiel Löwenrudel ruht, einer steht auf, latscht den anderen, der hat einen Schmerz, dann ist das völlig wurscht, ob der einen auf den Wanz kriegt, der dran schuld war oder nicht. Er muss es aber irgendwie loswerden. Ne? Ja. Und wenn jetzt ein Tier am Tag auf der Anlage Stress hat, dann wird er irgendwo das ausleben. Das kann auch der Tierpfleger sein, der als Bezugsperson ist. Da kommt das Tier abends rein, brüllt dich voll, muss einfach seinen Frust mal loswerden. Du weißt gar nicht warum, aber... Du weißt nicht warum, denkst dir deinen Teil. Ne? Ja. Und nächsten Tag ist der wieder völlig... normal, also ist der wieder völlig relaxed und ausgeglichen. Ne? Ich habe das viel früher in der Tigerfarm erlebt, da waren ja die Käfig,
Die Haltung hat sich ja viel verändert, aber ja, früher war eben die kleinere Haltung, Käfighaltung, wo dann die Tiger ja den Besuchern noch stärker ausgesetzt waren zum Teil. Und es sind ja nicht nur nette Besucher, es sind ja manchmal welche, die ein bisschen komisch sind. Ne? Ja. Und manche Besucher, die sagen eben, ich habe bezahlt, ich will, dass alle Tiere in Action sind, wenn ich komme. Ne? Wenn das eben nicht sind, wie in Großkatze ruht natürlich viel am Tag, wurden eben dann Steine geschmissen. Ne? Und klar, ach, wenn der Tiger dann Steine abkriegt oder dann eben ständig irgendwelches Geklirre am Gitter ist durch die Steine, dann hat das natürlich dann Frust, das Tier. Und Tiger als Einzelgänger, wie man sie früher eben doch gehalten hat, da muss ja das irgendwo loswerden. Und das ist natürlich dann der Pfleger. Na, du hast die Amts dann reingelassen, dann kam der rein, ging ins Gitter, brüllte dich voll. Klar, wenn dann Oma Huschke, die draußen steht, das sieht und denkt, boah, der kann ja den Tierpfleger gar nicht leiden. Aber da muss ja irgendwo das loswerden. Ne? Ja. Ich meine, wenn jetzt du zum Beispiel in die Küche kommst und deine Frau hat gerade ein Schranktür auf und dreht sich um und rammelt sich, dann ist auch eine Übersprungsreaktion da, ne? Und du kriegst einen Anschiss. Was du jetzt eigentlich in der Küche zu suchen hast. Ne? Wann bist du bei uns gewesen? Das sind so schnelle Übersprungsreaktionen. Gut, ja. Aber wenn der Tiger jetzt, wenn du jetzt in dem Moment das Gitter aufmachen könntest, dann würde der sich auch den Steinschmeißer wegen mir schnappen. Kann er aber nicht. Der ist also, verschwindet ja an der großen Masse der Besucher. Ne? Also ist die Bezugsperson, der Tierpfleger, derjenige, der das auch abfängt. Aber das Gefährliche, gerade bei solchen Großkatzen, kommt da ja schon ein bisschen mit rüber. Musstest du das auch über die Jahre dazulernen? Boah, also mir ist noch nichts passiert, mal so gesagt. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Ja, also man muss natürlich immer, man muss vor jeder Kreatur Respekt haben, mal so gesagt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, ich habe vor einem kleinen Piepmatz genauso einen Respekt. Ja, wie vor so einer Großkatze. Und meisten Respekt habe ich zum Beispiel in der Lehrzeit festgestellt, habe ich vor Elefanten. Ja. Also es ist zum Beispiel eine Tierart, die ich nicht unbedingt pflegen würde wollen. Ja. Zu groß, oder? Ja, die sind mir einfach, ja, also wo ich ja angefangen habe, da waren ja unsere Elefanten ganz klein. Ja. Aber das war mir schon, also ich fand die niedlich und toll. Ne? Ja, ja. Aber ich fand das, also mit den Rüssel, die können ja alles Mögliche mit den Rüssel machen. Ne? Und das fand ich, ja, furchtbar. Die haben dir die Taschen durchwühlt und so. Und du als Lehrling, du hattest ja da auch noch null Ahnung und hast natürlich keine Leckerlis einstecken gehabt. Ne? Die alten Flehrende, die hatten natürlich immer irgendwo Leckerli dann auch für die kleinen Fenster. Ne? Ja, die haben dich durchsucht und überall kam der Rüssel und boah, das war mir nichts so. Ne? Ja, ja. Ja. Ich meine auch gar nicht den fehlenden Respekt, sondern so Routine im Alltag leicht sind. Wenn man gerade solche Katzen bereut, muss man sich da auch öfters mal immer wieder zur Ordnung rufen. Das muss ich eben. Auf jeden Fall. Also man muss jeden Tag. Also jeden Tag, wenn man hier die Tür aufschließt, ne, in der Löwenanlage, muss man schon helle dabei sein. Ne? Und man sollte auch nie das vergessen, dass das große gefährliche Tiere sind. Ne? Also wenn die Gelegenheit haben oder du das Territorium betrittst, dann wird die eine ganz normale Reaktion an den Tag legen, die Katze, die wird ihr Territorium verteidigen. Ne? Ich sage immer, der Wettergang, den verteidige ich ja auch. Ich will da auch keinen Löwen drin herumlaufen haben. Ja. Ja. Und am Gitter ist so eine Grenze, wo man sich freundschaftlich begegnen kann. Also Gigali ist ja zum Beispiel nett, die ist also immer sehr verschmust auch. Jetzt momentan, wenn die Kinder mit ans Gitter kommen, na, die sind ja auch an allen interessiert, ja, ja, auch an den Zweibeiner, der draußen rumwackelt. Na. Und da tut sie natürlich auch dir zeigen, du kannst die gerne anschauen, na, aber fasse nicht an. Na. Das zeigt sie dann auch, da macht sie mal so boah, kurz. Na. Und das musst du natürlich verstehen lernen, also was die Mimik ist, wie die sich verhalten, das sollte man schon irgendwo wissen. Ansonsten, die sitzen immer am längeren Hebel. Wenn du dich ein bisschen komisch verhältst oder dich ein bisschen blöde anstellst, na ja, so ein Löwe, der braucht nicht unbedingt jeden Tag Futter. Der kann dich auch am langen Arm verhungern lassen. Der sitzt draußen, guckt durch den Schieber, lässt dich drinnen mehren, aber kommt nicht rein, weil er dich blöd mal nicht leiden kann. Das hast du auch schon erlebt, oder? Nee, hab ich schon nicht erlebt. Aber ich habe das schon, ich habe das mal in Raubtierhauszeiten habe ich das erlebt. Der Tamrin zum Beispiel, der mochte nicht jeden Pfleger. Ne? Und da ließ ich dann eben auch weder aussperren, wenn er draußen war, kam er eben auch manchmal nicht rein. Ne? Was bedeutet das dann? Nachtschicht noch hinten dran, oder?
Ja, dann musst du dir manchmal Hilfe holen auch. Ne? Also ich meine, auch ich habe schon Fehler gemacht. Ne? Ich kann mal ein Beispiel sagen. Also, ja, wir hatten ja vorher unser altes Weibchen, Jähnweibchen, die Lupanga. Die hat ja wirklich hintereinander weg Junge bringen können. Und die hat ja jeden Tag ihren Mann durchgekaut. Ne? Das ist eben, als Mann bist du ein bisschen beschissen dran bei Hyänen manchmal. Und dann hatte die aber frische Jungtiere und die wollten mir sechsen. Also sechsen ist Geschlecht bestimmen. Okay, ja. Naja, und da habe ich dann gedacht, boah, du tust letztendlich Lupanga zugucken lassen. Und die wird sich, da war Professor Hollenberger noch, der Klaus da, und die Christa Bachmann, die wird sich die einprägen, ja. Und wird ihren ganzen Frust auf die lenken. Tierärzte haben sowieso keinen guten Ruf im Zoo. Das ist meistens so, das verstehen ja die Tiere nicht so. Ja, ja, klar. Dass der eigentlich nur helfen will. Ja, und aber die kaut wenigstens ihren Kerl nicht draußen durch. Wenn die draußen die Kleinen dann hört und du hättest die ausgesperrt, dann hätte die dann wahrscheinlich nackt gemacht draußen. Ne? Das habe ich dann auch so gemacht. Und die hat sich aber alle Leute eingeprägt, ne? Auch mich als Person. Und die hat sich dann also wochenlang von mir nicht mehr händeln lassen. Ne? Und dadurch, dass sie das ranghöchste Tier war, durfte auch niemand anders rein. Ja. Und das ist dann schwierig, weil dann musst du dir wirklich Hilfe holen. Da hat dann die Tina, habe ich dann angesprochen, Tina, du musst die mir mal einsperren. Ne? Das, sonst konnte ich die Anlage nicht sauber machen. Ja, ne? Ja. Und das ist dann schwierig, wenn du das verschissen hast. Und vor allen Dingen das Blöde war, jeden haben ein super Gedächtnis. Die hat das bei jedem neuen Wurf, hat die ersten 3 Wochen mit mir rumgesponnen. Und dann hat die das abgelegt, dann ließ sie sich wieder von mir händeln. Ja. Ich habe aber auch ein Jahr lang gebraucht, um der ihre Gunst gebuhlt. Bist du wirklich wie der letzte Arsch, ne? Rennst dorthin mit Leckerlis und so, weißt du? Muss man sich immer wieder neu bewähren. Boah, das ist also die Tiere selber, die können ja Mann und Frau auch auseinanderhalten, ne? Ja. Vom Geruch. Ne? Und also, du musstest nur um der ihre Gunst buhlen, ne? Die hat das Leckerli gefressen und dann ist die wieder schnell in den Schieber gerannt. Na, und dass du den nicht zumachen kannst. Na. Also das war schon, also das habe ich lange gebraucht. Da musst du also wirklich Geduld haben. Na. Aber sonst so einen Fehler auszubügeln dann wieder. Na. Aber sonst die Stimmung der Tiere, jetzt auch gerade der Löwen, kannst du schon gut einschätzen. Ja, also denke ich schon. Also sage ich einfach mal ganz einfach, die Tiere, die ich jetzt betreue, ja, die kann ich eigentlich alle gut einschätzen. Na. Und ich nehme mir dir auch die Zeit dazu. Na, also ganz einfach viel mit den, ich spreche auch viel mit den Tieren, ich quatsche mit denen genauso wie mit dir auch. Ne? Also. Ja, ja. Hätte ich auch gar nicht anders vermutet, würde ich auch sagen. Gerade wenn der Löwe jetzt so einen Brüller lässt, also ich bin ja auch mal hier hinten mit dabei gewesen für eine andere Geschichte, da hat er einen Brüller gelassen, da bin ich zusammengezuckt. Passiert dir das auch noch oder weißt du, was da kommt? Nee, eigentlich nicht. Also an mich schneicht sich auch kein anderer Pfleger ran. Ja. Ich eigentlich auch kaum, dass mir das entgeht. Also ich habe auch so ein bisschen Blick nach der Seite, nach hinten. Ja. Nee, also erschrecken durch nicht. Klar, tust du mal, wenn jetzt was Unerwartetes passiert, ja, dass die jetzt mal so aus nichts ans Gitter springen und dich vollplanen, tust du immer so kurz so, ne? Aber mich regt das nicht auf, ne? Also habe ich eigentlich immer, auch, wenn man wirklich mal irgendwie in eine Fangaktion oder was, ich bin da eigentlich relativ relaxed, ne? Klar, dass du danach vielleicht mal hier so ein Zigarettchen rauchst und ein bisschen zitterst danach, aber in dem Moment, also ja, soll da mal ruhig bleiben. Ne? Also. Na, kommen wir ja mal zur Ruhephase. Großkatzen oder Katzen ja generell haben ja dieses extreme Ruhebedürfnis. War dir das von Anfang an als Pfleger klar? Du kennst ja den ewigen Vorwurf der Zoobesucher, oh, der Löwe, der macht ja nichts. Warst du da auch überrascht, wie ruhig der ist? Naja, ich will mal so sagen, also es ist ja jedes Tier, genau wie jeder Mensch, braucht eine Ruhephase. Und das ist ja heute auch einfacher, den Leuten das zu erklären, weil die Leute ihn auch ansprechen deswegen. Ja, warum ja. Schläft denn der nur, wenn ich jetzt gerade hier stehe? Ne? Löwen sind nun mal dämmerungs- und nachtaktive Jäger. Also am Tag, wenn es warm ist, dann schlafen die natürlich viel, ruhen natürlich viel. Heutzutage wird ja nur viel bei uns im Zoo gemacht und es ist egal, wo du da hinschaust, in welches Revier, ne, oder in welchem Bereich. Alle Tierpfleger bemühen sich wirklich, die Tiere zu beschäftigen und vor allen Dingen Beschäftigung dann anzubieten, wenn eigentlich dann ihre Ruhephasen sind. Ganz einfach, um die erste Raison zu holen und den Leuten dann auch mal die Bewegung der Tiere zu zeigen, wie die spielen. Muss man sich natürlich auch ständig irgendwo im Kopf machen, was man gibt, weil auf alles reagieren sie ja auch nie. Ne? Also hier muss ich mal kurz einhaken, weil als Unterhalter der Tiere hast du ja nun wirklich auch einen großen Ruf, oder ich sage mal vor allem als Bastler. Also was du gerade bei Elefant, Tiger und Co. für Dinge geschnitzt und gebastelt, das ist unglaublich. Ich warte ja schon teilweise immer drauf, dass so eine Einblendung kommt, was der Jörg hier macht, das können Sie zu Hause nachbauen, schauen Sie dort und dort nach. Das Kreative liegt hier. Ja, also kreativ bin ich schon von Haus aus, ja. Ich kann
macht das auch ohne Elefant, Tiger und Co. Ne? Also ja, ja. Auch wenn jetzt keine Besucher da sind, kriegen meine Erdmenschen trotzdem, ich schaffe das bestimmt nicht jeden Tag. Ne? Also ich kann auch nicht jeden Tag alle meine Tiere beschäftigen. Ich mache das immer in der Woche so eine Runde, ne, dass jeder mal was hat. Ne? Ja. Und klar, so einfache Sachen mal, zum Beispiel die Hyänen, dass die mal so einen Knapperast kriegen, einfach zur Beschäftigung, denn die zerschröttern können. Ne? Das kriegen die fast jeden Tag. Aber jetzt eine Besonderheit, jetzt zum Beispiel ein geflochtener Weidenkorb, den die zerschröttern können, wo ich da vielleicht noch ein Tier draus bastle. Oder die Erdmenschen, wenn die als Melone irgendwas... Weil wir gerade neben dem Kühlschrank sitzen, ich kann mich noch an den Koala, die geschnitzten, erinnern. Zum Beispiel, ja. Na, das ist natürlich so eine Besonderheit, das geht natürlich nicht jeden Tag, weil ich nicht dieses Zeitfenster habe dazu. Ne? Hast du da ein Bastelhandbuch dazu? Oder boah, ist das? Nee, das entsteht einfach so. Ne? Das ist, ich lasse auch manchmal, frage manchmal auch ihr EDC-Team, die ich dann, wenn die dann mal kommen und sagen, Mensch, okay, können wir was machen irgendwie und so. Und ich sage, Mensch, wir können bei den Erdmenschen mal was machen hier. Ja. Ja, dann frage ich natürlich manchmal auch, was soll ich mal bauen? Ne? Ja. Ja, dann kommt es natürlich auf den ihre kreativen Köpfe an, ne, wo die dann sagen, oh, bau mal Nashorn oder bau mal das. Klar, mache ich, versuche ich. Wa? Du hast eine Wunschliste. Ja, und dann habe ich dann, das entsteht auch sofort im Kopf. Ja. Und dann habe ich natürlich auch meine Kollegen vorne, die unterstützen mich ja auch vom Futterboden, vom Futtersilo. Da fahre ich dann vor zur Jana. Ne? Ich sage, du Jana, ich brauche eine Melone, ich brauche eine Gurke, ich brauche einen Rettich. Ne? Und, Egon Olsen, ich habe einen Plan. Ja. Ich habe einen Plan, ja. Und die sind ja manchmal nicht ganz so identisch wie das Tier dann selbst, ja. Aber es sieht schon top aus. Ja. Und man muss natürlich auch wissen, wie sieht das Tier aus. Ja, mir macht das Spaß und für die Tiere ist es eine riesen Abwechslung. Ne? Da gibt es eben zum Beispiel bei den Erdmenschen kein Frühstück drinnen. Da gibt es eben mal draußen so eine Kreatur. Ja, und da könnt ihr dann ihr Frühstück draußen genießen, sozusagen. Es ist jetzt nicht vielleicht meine beste Überleitung, aber gerade sowas herstellen oder was präparieren, das war ja auch quasi dein ursprünglicher Berufswunsch, hatte auch schon mit Tieren zu tun, war nur nicht ganz so lebendig, oder? Ja, also Tierpfleger zu werden im Zoo, das war eigentlich mein dritter Berufswunsch. Das war, ja, musste jetzt mal zurückversetzen sich, junger Kerl, ne? Ich bin quasi mit Tieren groß geworden. Meine Eltern, die hatten ja auch Tiere und meine Mutter, die hatte Zahnfuchs gehabt, eine zahme Dohle und wir hatten einen zahmen Rehbock. Na, und da ist schon das Feeling auch von den Eltern her so. Wir hatten immer irgendwelche Tiere. Und als Kinder hatten wir immer kleine Ziegen. Also, du bist also kein Stadtkind, wenn ich das so... Nee, ich komme von so einem ganz kleinen Dörfchen quasi. Also Stadt, das war für mich also eine Katastrophe am Anfang. Ne? Ja. Ich habe richtig viel Lehrgeld hier gezahlt, Straßenbahn. Ich weiß gar nicht, das hatte ich noch gar nicht so im Intus, dass es sowas gibt. Ne? Also die ersten drei Straßenbahnen habe ich hier abfahren lassen abends, wo ich dann eigentlich auch mal nach Hause wollte. Ja, ja. Weil ich eben nett erzogen bin, habe die Leute vorgelassen und machten die Türen zu, weil es überfüllt waren. Ne? Und dann habe ich nach der dritten habe ich dann auch gedrängelt. Ne? Aber ja, also so richtig, ja, ein Dorfjunge quasi. Ne? Aber naja, ist nichts Schlimmes, ist was Gutes. Auf jeden Fall. Und naja, und mein erster Berufswunsch, ich denke wahnsinnig gerne zurück dran. Mein Bruder, der hat ja bei der LBG gearbeitet und da brachte mir dann mal Eier mit von, hatte der Nest gefunden von Rebhühnern. Haben meine Brieftauben dann ausgebrüht und hatte so 8 kleine Rebhühner. Ah, da musste dann die ganze Familie früh morgens los, wenn noch Tau war. Und da sind wir raus auf die Felder und haben Grashüpper gesammelt, weil die musste dich natürlich dann auch erstmal belesen, was fressen die, ja, dass die eben viele Insekten am Anfang brauchen in der Aufwachsphase. Also viel, viel Tierisches. Ja, sowas wie Zootierhandlung und sowas, das gab es ja dort in unserer Region nicht so, wo du sowas Tierisches gekriegt hast. Tiefste DDR-Zeit noch. Ne? ja, und da haben wir die einwandfrei groß gekriegt. Ne? Und das haben ihm dann auch alle mitgeholfen aus der Familie. Das war schon cool. Ne? Tiere, das hat mich schon immer interessiert. Und ich wollte schon Tiere auch erhalten, aber ich wollte am Anfang Präparator werden. Und da bin ich aber zu DDR-Zeiten, da wurde nur eine Stelle im Naturkundemuseum in Berlin ausgebildet. Und da bin ich nicht rangekommen. Und warum das? Warum waren gerade aus? Weil ich das faszinierend fand. Ich habe... ja, mir hatte mal einer auch so eine ausgestopfte Wildente geschenkt und ich fand das toll, die eigentlich einfach so zu erhalten, ja. Ja. Obwohl das Tier eben, die ist zu Tode gekommen gewesen und sah dann so top aus, ne. Und ich war wahnsinnig gerne im Naturkundemuseum in Berlin, ne? Ich kannte auch viele Menschen in Berlin. Dann mein zweiter Beruf, also wie gesagt, das klappte nicht, weil es da bloß eine Ausbildungsstelle gab. Und mein zweiter Berufswunsch, das war eigentlich Schiffskoch.
Ich habe auch mal wirklich eine Zeit lang gut gekocht. Ne? Ja. Also konnte ganz gut kochen. Und deine Koala-Melonen vor allem. Ja. Ja, und naja, das haben meine Eltern mir ausgeredet. Und mein dritter Berufswunsch war Tierpfleger dann. Ne? Und auch das war ziemlich wackelig, denn du musstest zur DDR-Zeit, um diesen Job hier zu kriegen, in eine Wohnung vorweisen. Hm. Boah, das ist eine Katastrophe gewesen. Kriegt ihr mal Wohnraum hier in Leipzig? Das war zwar viel Wohnraum leerstehend, aber das ja, kriegtest du nicht. Ne? Ich habe dann mit Mühe und Not habe ich dann über eine Annonce ein Zimmer gekriegt. Ja, und dann letztendlich habe ich aber trotzdem keine Wohnung gekriegt. Und da bin ich dann zum Jackie, das war einer unserer Inspektoren. Ja. Und habe dann gesagt, ich bin in 2 Tagen sitze ich auf der Straße. Und ich hatte mich dann schon in den Berliner Tierpark beworben, weil ich, wie gesagt, in Berlin mehr Leute kannte. Und die wollten mich auch gerne nehmen. Und dort hätte ich quasi die neu gebaute Fasanerie dazu mal im Tierpark übernommen. Ja, und das war alles schon in Sack und Tüten. Und da haben dann aber hier, die haben mir dann innerhalb von 1 Tag, hatte dazu doch schon ganz schön Einfluss auch drauf, haben die mir eine 3-Raum-Wohnung besorgt. Da waren zwar keine Fenster drin, die haben dann unsere Tischler instand gesetzt. Und Türen hatte ich auch keine, außer der Wohnungstür. Die vorhergehenden, die hatten die Türen auch verfeuert. Da dann das Theater der jungen Welt hat mir dann so Filzvorhänge überlassen. Klingt so ja ehemals echt abenteuerlich. Ja, alles. Wahnsinn, so hat man angefangen. Da habe ich von so einer alten Frau ja einen Schrank gekauft. Da war sogar eine Vitrine drin, die habe ich dann später für Sperbertäubchen genutzt. Und unser ehemaliger Verwaltungsdirektor, der Herr Hamann, der hat mir dann, seine Tochter war ausgezogen, der brachte mir meinen ersten Teppich, meine ersten 3 chinesischen Wandbilder und eine Stehlampe. Na. Also man hat sich richtig um dich bemüht, wie das ja, klingt das auch war schon cool. Da. Und da kamen die dann auch und sagten, Mensch, Jörg, dich hat man nicht schlafen lassen, da habe ich mich echt gefreut, na, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und dann bin ich natürlich geblieben, weil ich ja dann erstmal Wohnung hatte. Und die Straßenbahn hat es da auch gebändigt bis dahin? Ja, also natürlich. Warst bereit, war ja relativ kurze Zeit für so kurze Phase, aber wie gesagt, also mehr kann ich da gar nicht erzählen, weil das würde dann auch, weißt du, wo ich überall gewohnt habe, das kann man gar nicht erzählen. Ja. Du hast ja damals noch eine ganz andere Art der Tierhaltung kennengelernt, hast du ja vorhin auch schon mal angesprochen. Im Nachhinein, jetzt wo du 30 Jahre schlauer und in der Entwicklung auch weiter bist, wie stehst du jetzt heute mit deiner heutigen Sicht dazu? Das sind verschiedene Zeitepochen. Ja, ja. Und also ich habe ja, wo ich hier angefangen habe, bin ich in die Tigerfarm gewechselt. Und da war noch das ganz alte Raubtierhaus, was 1878 ja als erste Raubtierhaus überhaupt im Zoo darstellte. Ja, man hat es erstmal nicht anders kennengelernt. Ja. Heutzutage sage ich mir, ich bin froh, dass ich so verschiedene Zeitepochen kennengelernt habe. Und finde natürlich die Tierhaltung, klar, die hat sich natürlich wahnsinnig verbessert. Na. Was ich eben auch total toll finde, das sind so die Tiervergesellschaftungen auch. Ja. Na, also wie gerade, wenn man so die Afrika-Savanne, ich finde, das ist so eine gelungene Savanne mit verschiedenen Tierarten drauf, weil die auch untereinander so interagieren können. Na? Also das nicht nur die Gruppe selber, sondern eben auch mit anderen Tierarten kommunizieren kann. Die passen auch untereinander auch auf sich auf. Ne? Das ist, wie es eben auch in der Natur ist. Ich meine, klar, die Giraffe sieht nur mal eher von dort oben, ne, wenn da irgendein Feind naht oder irgendwas los ist im Zoo, ne, und warnt natürlich auch mit ihrem Verhalten dann die anderen Tiere. Und verrückterweise selbst im Zoo reagieren die Tiere dann auch drauf. Und das ist toll, das zu sehen, ne? Was heute nicht mehr so gemacht wird. Was ja auch vielleicht auch vernünftig ist, was aber den Leuten, die heute ausgebildet werden, oft fehlt, so vom Lehrstoff her auch, dass heute auch überhaupt keine künstlichen Aufzuchten mehr gemacht werden. Da fehlt auch ein bisschen das Feeling dann irgendwann. Ne? Ich denke mal, dass dann auch viele das gar nicht mehr können. Ne? Früher musst du dir da viel einfallen lassen. Heutzutage, da rührst du irgendwo Milchpulver an, was die Zusammensetzung hat, sogar fast identisch der Muttermilch ist. Und früher, da bist du dann, wenn du immer gesagt hast, okay, die Tigerin, sie zieht nicht die Jung groß, du bist in der Kofalle fix rübergeflitzt, hast Milch und Schlagsahne geholt und hast das selber zusammengemixt. Ne? Und hast dann angefangen, die Kleinen, dass die satt wurden und... Ja, das ist, also die Erfahrung möchte ich einfach auch nicht missen. Wie gehst du denn eigentlich zum Beispiel mit Lehrlingen um? Hast du für die auch immer Geschichten von früher parat? Ja, man kann sich da ganz schnell verschnasseln. Ja, klar, schweift man da auch mal darin ab, na, gerade wenn es jetzt um die ganze Aufzucht geht. Na, weil man hat ja auch trotzdem, vermittelt man ja künstliche Aufzucht noch. Das ist aber nur Theorie.
künstliche meinst du jetzt Handaufzucht? In der Handaufzucht zum Beispiel. Ja, wenn man jetzt merkt, die Katze kümmert sich nicht. Ja. Ja. Man muss ja erstmal diese ganzen Sachen auch wissen, auch als Lehrling lernen. Wie sieht denn das aus, wenn eine Katze sich nicht kümmert? Ja, ich bin ja nur mittlerweile so ein alter Zausel hier, ne? Aber ich versuche trotzdem eine auch, Institution, ne? Ja, versuche trotzdem auch, ja, zeitgemäß auch zu sein, ne? Und ja, und wenn jetzt ein junger Mensch kommt und sagt, ja, Jörg, du, können wir das so und so machen, ne? Oder ich fände das besser, wenn wir das so verändern würden, ja, warum nicht? Du hast ja nur noch eine Handaufzucht erlebt. Malik war eine Handaufzucht. Ja. Ich habe ganz viele Handaufzuchten erlebt. Also wir haben ganz viele Tiger aufgezogen. Und wenn ich da deine Augen strahlen sehe, das war eine schöne Zeit, oder? Also es ist schon eine beeindruckende, schöne Zeit auch gewesen. Ne? Wie gesagt, ich möchte diese Zeiten auch nicht missen. Ne? Also das ist einfach eine Riesenerfahrung gewesen auch. Ne? Und man muss natürlich auch dazu sagen, nicht nur die Tierhaltung hat sich verändert, auch so die Arbeit hat sich verändert für den Tierpfleger. Also es ist ein Großteil, ist nicht mehr ganz so körperlich schwere Arbeit, weil man ja viel Technik heute einsetzt. Mhm. Also ich meine, die Leute, die heutzutage hier anfangen und hier arbeiten, die kennen das gar nicht mehr, dass man hier eine Kuh spazieren fährt, um die Tiger zu füttern. Ja, du bist natürlich portioniert, aber ja, du fährst eine ganze Kuh hinter. Ja, und du musstest ja alle Tiger satt kriegen. Ne? Und da gab es keine Elektro-Echse, die dir das Futter gebracht hat. Ne? Heutzutage wird das alles angeliefert. Man hat Kühlaggregate, wo das weiter gekühlt wird, dass keine Insekten sich draufsetzen, gerade im Sommer. Mhm. Ne? Und da hast du alles noch selber geholt. Mit der Karre bist du losgezogen. Ne? Und das war körperlich schwere Arbeit. Oder zum Beispiel auch auf dem Futterboden. Heute gibt es viele Fertigfuttermittel, Pellets, die, wo alles drin ist, was die Tiere benötigen. Ne? Ja, früher kam das alles als Einzelfuttermittel. Ne? Da hast du das alles gemischt. Ne? Mhm. Da musstest du das alles auf dem Rücken. Und dann wurden das in Säcken, 50 Kilo Säcke, wurde das hochgewuchtet. Eine alte Holztreppe hoch auf dem Futterboden. Ne? Dann kam das in so ein Mischtrommel. Ne? Und dann wurde das wieder frisch abgesackt, wenn das gemischt war. Ne? Das war richtig viel Arbeit. Oder hier Entenpellets hier heute. Schippst du eine Enten, ja, gehst in den Emo und nimmst die Entenpellets. Und die sind auch noch relativ leicht, weil sie sogar schwimmen. Ne? Und da ist alles drin für die Tiere. Ne? Ja, früher, da hast du hier bis zum Oberarm an einem großen Becken gestanden, hast dort die ganzen Zutaten gemischt, hast Möhren tonnenweise geraspelt und Äpfel und tralala, dass die Tiere eben auch abwechslungsreich ernährt wurden. Ne? Ja, und dann bist du, hast du das alles mit der Hand gemischt. Ne? Kannst dich gerne mehr vorstellen. Das ist in der Hinsicht so viele Sachen schon erleichtert. Ja, das genießen natürlich auch solche älteren Pfleger wie ich. Aber die Handaufzucht, um nochmal zurückzukommen, die fehlt schon ein bisschen, oder? Ja, nee, also man muss jede künstliche Aufzucht oder Handaufzucht sollte man heutzutage sowieso erstmal sehr stark abwägen. Ne? Man weiß das ja auch als Tierpfleger und wer das nicht weiß als Besucher, dann kann ich das auch gerne erklären. dass auch draußen in der Natur wird nicht jede Geburt groß. Ja, klar. Ne? Also da sterben ja viele, viele Jungtiere. Ne? Beim Löwen wissen das ja viele, dass von 20 Junglöwen vielleicht 2 die Geschlechtsreife erreichen. Das ist ja auch richtig so in der Natur. Sonst würde die Population ja viel zu groß sein, die würden ihre eigene Nahrungsgrundlage vernichten. Ne? Aber denkt man zum Beispiel an Vögel, kleine Stare, die erste Brut, die kannst du vergessen in der Regel. Ja. Da sitzen haufenweise Elster und Rabenkrähen schon rum, die selber Junge zu versorgen haben. Da sieht man mal, dass die Jungtiersterblichkeit auch wahnsinnig groß ist. Ne? Und da muss man dann, wie gesagt, auch im Zoo, dann, wenn man so natürlich wie möglich halten will, ne, muss man natürlich auch in diesen sauren Apfel heute auch mal beißen. Ne? Klar hat das auch die ersten Jahre, hat mich das auch manchmal ganz schön geruppt. Ne? Wenn es dann hieß, boah, nee, das machen wir nicht die Hand auf Zucht. Ja. Aber es nicht anders kann, dann hat es ja nicht anders gelernt, also dass man jetzt eingreift, als Tierpfleger hilft und dann eine Hand auf Zucht macht. Ne? Aber heutzutage sehe ich das auch okay. Ja. Es ist für mich völlig normal heutzutage, dass man das ganz genau abwägen muss, eine Hand auf Zucht zu machen. Das bei Vögeln sowieso, das hat dann auch viel mit Fehlprägung zu tun bei vielen Tieren. Also bei Raubtieren habe ich das nie festgestellt, muss ich sagen. Also, die Tiere waren da jetzt nicht näher als die? Nee, dass die jetzt erstmal so vielleicht zahm sind, ist okay. Aber wie oft ist es ja so, heißt es, dass die dann selber nicht gut züchten. Dass die dann selber zur Zucht ungeeignet sind, weil die fehlgeprägt sind. Also unsere Tiere, die wir aufgezogen haben, künstlich, ja, die hatten keine Fehlprägung und die haben auch alle in anderen Zoos gezüchtet. Ne? Aber bei vielen Tierarten hast du das. Ne? Aber du hattest eben früher tatsächlich so einen kleinen Tiger im Arm oder einen Löwen, ja, und eine Flasche zu Hause gehabt auch. Ne? Zu Hause? Ja, naja, nee, das musstest du ja mitnehmen, musstest ja 2-3 Stunden Flasche geben. Ja. Und kannst ja nicht sagen, ja,
morgen sehen wir uns mal wieder oder so, wenn die so klein sind. Aber nicht in der Straßenbahn mitgenommen? Nee, also in der Zeit, wo ich noch kein Auto hatte, da hat das immer meine Kollegin, der Heidi, der Mann war Kraftfahrer hier im Betrieb und die hatten auch schon zu DDR-Zeiten ein Auto. Und Heidi hat dann immer die ganze Bande mitgenommen. Gerade wenn du Jungtigerinnen hattest, die noch nicht die Erfahrung hatten, ja, die haben einfach die Kinder liegen lassen, die haben dann nichts getan, dann hast du eingegriffen. Na? Da musstest du auch nicht irgendwie erst rumfragen, da hast du einfach eingegriffen. Na? Und dann hat man manchmal 5, manchmal 6 Jungtiger in der Aufzucht, das ist richtig heftige Arbeit. Da kannst du nicht sagen, ja, deine Arme sehen aus wie geleckt, ne? Das sind zerkratzt dann und so, weil die müssen ja ausputzen, die Stifte und so. Ne? Und ja, das findet kein Jungtier klasse, ausgeputzt zu werden. Ne? Das ist so, selbst bei denen hier, wenn Gigali die wurzeln, quäkeln die auch immer rum. Was heißt denn ausputzen? Ja, ausputzen heißt, dass die den Genital- und Afterbereich quasi beleckt. Ja. Dann werden die angeregt, die Jungtiere zu pullern und zu kackern. Das kennen die so eigenständig noch nicht, die brauchen eine Anregung. Als Tierpfleger hast du die in die Hand genommen, ja, und dann hast du mit einem leicht feuchten Tuch bzw. Pergamentpapier oder sowas, hast du hin ein bisschen gerieben an der Seite, natürlich nicht direkt auf dem Polo, dass du die animiert hast. Dann haben die gelullt, gekackt, tralala. Super. Aber immer gestrampelt dabei mit den Hinterbeinen und hast dann Kratzer auch auf dem Arm gehabt, ne? Das ist ganz klar. Ja, aber es ist so eine mega Zeit auch gewesen. Ne? Und du hattest eine kleine Aufzuchtstation zu Hause quasi. Nee. Also, ne, Aufzuchtstation. Ja, wie gesagt, ich übertreibe, ja. Ja. Also der Heidi hat die ja dann immer mit nach Hause genommen, ne, hat dann die ganze Nacht die mit betreut. Ne, und dann früh brachte die dann wieder. Da konnte die sich dann auch mal ein bisschen zurücklehnen. Ne, und dann habe ich das hier übernommen mit der Hannelore, die Aufzucht am Tag. Und wenn das dann, sobald die ein bisschen futterfest wurden, ne, blieben die dann auch hier. Man bespürt ja bei dir immer auch diese Nähe zu den Tieren. Wie geht's dir eigentlich, wenn jetzt zum Beispiel gerade mit Löwen, hat man ja nun auch etliche Jahre zu tun, wenn zum Beispiel einer wie Malek dann, weil die Natur ihn ruft, nicht mehr da ist. Ziehst du dich dann mit einem Taschentuch zurück und willst eine Woche nicht eine Woche in Ruhe gelassen werden? Nein, also so ist es nur nicht. Geht ja auch gar nicht. Es ist ja so. Wenn man jetzt zum Beispiel Jungtiere abgibt, die jetzt hier groß geworden sind, ja, dann ist das schon mittlerweile ganz normal. Wenn man ein Tier hat, was man viele Jahre betreut hat, also wie zum Beispiel die Mähnwölfin, die auch mal künstlich aufgezogen worden ist, und die stirbt nach 14 Jahren und 3 Monaten, ne? Ja, das ist schon ein scheiß schwarzer Tag im Tierpfleger-Dasein, weil das ist, man muss immer so sehen, man ist auf Arbeit, ja, mehr im Leben als wie zu Hause mit den Tieren, die man vielleicht zu Hause hat und so, ne? Ja. Zusammen. Und das ist schon, und das sind dann auch solche Tiere, wo man so einen speziellen Bezug dazu hat auch. Das ist so ein schwarzer Tag, da brauche ich auch keiner weiter anquatschen. Bin ich auch nicht gut gelaunt und gebe dann vielleicht auch keine Antwort oder gehe einfach meiner Wege. Ne? Ja. Mache trotzdem meine Arbeit. Ne? Aber das ist schon ein Tag, wo es ihn ruft. Das geht aber jeden Menschen so. Wenn man jetzt zu Hause in Wellensittich hat, der fällt von der Stange, weil er jetzt 15 Jahre oder 20 Jahre ist oder eine Katze geht oder so, dann ist es eben auch mal ein blöder Tag. Ist das über die Jahre auch gleich geblieben bei dir oder gehst du da heute? Nee, das ist schon genauso auch. Ne? Also da rollt mir auch mal eine Träne. Also wenn wir jetzt gerade jetzt ja so Charaktertiere, ne? Also ich meine, wenn jetzt eine schwarze Nilstachelmaus von der Stange fällt, ne? Die räume ich weg und gut ist, dann wird die abgeschrieben und das war's. Ne? Also das ist ja noch nicht so. Aber wenn jetzt so ein Charaktertier wie jetzt, ob das jetzt eine Hyäne ist, die ich betreue, oder ein Löwe ist, ne? Wo du eben so dran arbeitest, auch oft über lange Zeit, wo du viel investiert hast rein, dass ein guter Bezug besteht, ne? Ja, das ruppt dich dann schon ganz schön. Ne? Also man muss dazu vielleicht auch sagen, wenn man jetzt zum Beispiel jemand privat in Hundewelpen holt, der tut viel investieren in das Tier, viel Kraft, viel Zeit investieren. Und wenn sich da ein guter Bezug aufbaut und der Hund hört und alles super macht, dann hat sich das ja auch gelohnt letztendlich für den Privatmann. Und der liebt das Tier abgöttisch. Das ist ein Familienmitglied, ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass meine Löwen Familienmitglied sind. Das ist jetzt nicht so, ne? Aber es ist ein starker Bezug da. Ich kenne die in- und auswendig. Also wenn jetzt einer von den Löwen kränkelt, das sehe ich dann an Augen an. Das ist genauso, als wenn jetzt die Mutti zu Hause sieht, das Kind hat wässrige Augen. Heute Nachmittag kann ich mich darauf einstellen, hat es Fieber. Muss ich ins Kindergarten das abholen.
Das kann ich hier auch schon so gut erkennen. Ja, ja, das ist einfach so, ja, weil du die Tiere kennst, du weißt, wie die ticken, ne? Du weißt, wie die sich verhalten müssen, und wenn es mal eh nicht so gut geht und so, das sehe ich dann schon. Ne? Das, ja, und das sind so Sachen, wenn so ein Tier dann geht, dass du so lange betreut hast. Das ist aber auch ganz normal menschlich, denke ich mal. Auf jeden Fall. Mir ist das auch völlig Schube, wer was von mir denkt da. Also wenn da mir das scheiße geht und ich heul da, ja, dann läuft mir eben der Trainer über die Backe, und da tut mir auch keine Krone aus der Zacke brechen und gut ist, ne? Aber das kann jeder sehen, wie er will, ne? Ich kann mir dich gar nicht ohne Tiere vorstellen. Ich vermute mal, nach Arbeit hast du auch noch mit den Tieren zu tun. Oh ja, ich habe auch einige Tiere zu Hause. Es ist bestimmt auch nicht einfach, mit einem Tierpfleger verheiratet zu sein. Ne? Also, und da bin ich ganz stolz. Meine Frau und ich, wir sind jetzt schon 30 Jahre verheiratet. Wahnsinn. Aber sie hat mit dem Beruf sonst nichts zu tun, oder? Gar nichts. Sie hatte mal 2 Meerschweinchen als Kind gehabt, aber ist trotzdem auch sehr tierlieb. Ne? Und sie hat bestimmt auch nicht immer einfach mit mir, weil man hat ja auch alles Mögliche angeschleppt. Ne? Also das geht los, dass einerseits die Leute dir dann auch immer mal was bringen. Ja. Das kann losgehen von irgendwelchen Singvögeln, tralala, ne? Die man dann nebenbei noch mit aufzieht. Ne? Und ich habe aber selber Tiere zu Hause, noch ein paar. Ne? Wenn du mal zumindest eine Stückzahl angibst, um wie viel kümmerst du dich denn da noch? Boah, das ist gar nicht so einfach. So 50 Brieftauben, dann Erdmenschen habe ich zu Hause, Kanadagänse, ja, Wellensittiche. Wir hatten auch noch bis letztes Jahr noch einen Hund. Also wir hatten 2 Hunde aus dem Tierheim rausgeholt. Und die sind aber dann auch im hohen Alter von 16 und 17 Jahren von uns gegangen. Und ja, und dann letztes Jahr haben wir noch eine verwilderte Katze aufgenommen. Ne? Und ja, da geht's auch gut. Hm? Alles gut. Ne? Da hast du zu Hause nochmal einen zweiten Arbeitstag dann, oder? Naja, so schlimm ist das nicht. Das geht ihnen ja flockig von der Hand. Und das ist für mich, also meine Frau sagt auch immer, du, also eigentlich hast du den Klaps, ne? Und hast ja den ganzen Tag Tiere um dich. Ne? Ja. Und, naja, aber für mich ist das quasi ja Erholung, wenn ich dann zu Hause meine Tierchen mache noch. Ne? Also, nein, ich vermute mal, diese Begeisterung kannst du ja auch gut in der Familie oder Freunden weitergeben, oder? Ja, na klar, logisch. Ne? Also ich könnte wahrscheinlich auch nicht mit irgendjemandem zusammenleben, der als gar keine Tiere mag oder so. Ne? Das ging ja gar nicht. Ne? Aber die Tierpfleger haben da alle irgendwo einen Spleen. Ne? Die haben alle irgendwas zu Hause oder so. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ich habe da schon einiges gehört. Genau. Ne? Und das ist, ja. Bist du denn da als Tierfreund inzwischen mit der Stadt, mit der Großstadt warm geworden über all die vielen Jahre? Nee, also, ich muss ganz ehrlich sagen, in der Stadt selber war ich nie glücklich. Also wir haben ja hier dann auch eine Zeit lang in Grünau gewohnt, boah, in so einem Block. Also, wir hatten eine tolle Hausgemeinschaft, muss ich sagen. Ja, ne? Ja. Also, da habe ich auch mit einigen noch Kontakt. Ne? Aber ich war froh, dass wir dann in Lützen einen Garten kriegten. Ne? Dass man wenigstens am Wochenende, wenn man mal frei hatte, auch mal raus konnte. Und, boah. Und ich habe da aber selbst da, in Grünau, da habe ich auch dann ein Pärchen Brieftauben auf dem Balkon gehalten, habe einen schönen Schlag gebaut. Ja. Da ging es also auch nicht ganz ohne. Und ich habe dann auch mal einige Jahre eine Schleichkatze gehabt, die habe ich hier aus dem Zoo übernommen, in Fleckenmusang. Den habe ich auch mit der Flasche großgezogen, das war das letzte Jungtier, was hier geboren war, im ganz alten Raubtierhaus. Ja, ja, die war viel mit dem Urlaub, die war bei den Tschechen paar Mal, an der Ostsee ein paar Mal mit und so. Ne? Und hat schon eine Zimmerfiliere gebaut, die habe ich wir hatten so einen 6-Meter-Balkon in Grünau. Den schön eingerichtet mit Kletterästen und so. Klar, konntest du natürlich nicht groß draußen sitzen oder so. Ne? Das ist eben sowas, was eben eine Frau dann akzeptieren muss. Ne? Aber es war toll. Ne? Und, hilf mir mal kurz bei Schleichkatze. Wie muss man die sich vorstellen? Wie groß ist das? Was also Fleckenmusangs, da hat mal Jimmick einen sehr guten Bericht drüber geschrieben. Also die sind nicht ganz so hoch, 20 cm, 25 cm hoch, aber sehr lang. Die haben einen sehr langen Schwanz. Die fressen wahnsinnig gerne reife Kaffeebohnen. Ja. Die Kaffeebohne ist ja mit so einem Fruchtmantel umgeben, meistens rot. Ne? Und die suchen sich natürlich nur die besten reifen Früchte raus. Ja. Ne? Und die Bohne selber kann aber der Musang nicht verdauen. Die wird wieder ausgeschieden mit dem Kot. Und die Eingeborenen, die sammeln die. Diese Ach, dieser Bohnen, super Kaffee? Das ist dieser super teure Kaffee, wo die kleine Tasse schon alleine $200 kostet. Ne? Also Kaffee trinken bei dir war damals was Besonderes. Exquisite, ja. Nee, aber, und wieso konntest du da nicht draußen sitzen? Weil die sich auch Vögel dann geschnappt hat? Oder? Nee, das war, die ist, also ich bin dann mit der ganz normal an der Leine auch spazieren gegangen. Ja. Abends dann auch, ne, wenn Schema war. Nee, das ist ganz einfach, weil ich den Balkon so mit Klettermöglichkeiten ausgestattet Alles hatte. Alles klar. Und ja.
Deswegen war das ein bisschen schlecht mit irgendwelchen Gartenstühlen auf dem Balkon. Das glaube ich gerne. Du bist aber auch einer, den sicherlich sehr viel ins Freie zieht, oder? Also ja, also wir sind ja dann jetzt auch wieder aufs Land gezogen mehr. Also es ist so eine Kleinstadt. Ja. Aber das ist noch so, das sind ja so kleine Dörfer, die rundherum sind, sind so eingemeindet worden. Ja. Und das ist so eingemeindetes Dörfchen. Also da fühlst du dich dann auch wohl, das ist so deine Atmosphäre. Genau, das ist mir 10-mal lieber als in der Stadt. Habe ganz altes Haus übernommen, 1860 gebaut und habe das quasi wieder instand gesetzt. Ja. Du wirkst ja auch wie eine sehr treue Seele und bist du passenderweise dazu ja auch noch schon so lange im Zoo Leipzig, obwohl damals ja schon der Tierpark Berlin um dich gebuhlt hat. Jemals darüber nachgedacht, was anderes zu machen oder hier schon dein Himmelreich gefunden? Nee, also das ist schon top. Also ich bin ja ganz tief verwurzelt mit diesem Zoo. Ja, ja klar tut man manchmal so, wenn man so mit Kumpels oder so quatscht, ne? Ja. Da tut man manchmal schon so ein bisschen abschweifen und sagt, Mensch, was hättest denn du gemacht? Wenn früher schon die Grenzen offen gewesen wären, ne? Also ja, also da habe ich dann immer so mir vorgestellt, wenn du jetzt keine festen Wurzeln gehabt hättest, ja, so als junger Kerl, aber jetzt als alter Knochen, jetzt will ich das auch nicht. Ne? Ja. Ich bin nur froh, dass alles so ist. Ich bin also top mit meinen Kindern und tolle Frau und alles, alles top. Also alles wirklich alles top. Ich bin echt zufrieden mit meinem Leben. Aber als junger Kerl, wenn du jetzt noch einmal die Uhr zurückdrehen könntest. Ich wüsste nicht, ob ich denselben Weg einschlagen würde. Ich hätte bestimmt auch hier im Zoo gelernt. Ja. Ja. Aber die Welt ist heute offen so und es gibt so fantastische auch Feldforschungsprojekte. Na. Und ich weiß nicht, ob ich in Deutschland leben würde wollen. Also ich liebe zum Beispiel total Namibia. Ja. Na, also ich könnte mir auch vorstellen, dass ich da ausgewandert wäre. Ja. Ja, weil das auch so, also ich liebe das Land. Also ich war zweimal mit dem Jens, meinem Arbeitskollegen in Namibia. Wir haben so eine Männertour gemacht. Also total abenteuermäßig, ne? Auch richtige Abenteuer erlebt, ne? Und ich fand das so toll, auch einfach mal von allen wegzukommen, so einfach nur die Natur um dich zu haben. Na, das ist einfach ein wahnsinniges Gefühl von Freiheit auch irgendwo, was mir das gegeben hat. Na. Die Menschen auch untereinander, na, das hat man dann auch schon auf dem Flughafen so, wo wir dann zurückgeflogen sind, hat man so Zwischenflughafen und nochmal einen Stopp in München. Boah, und dann geht das schon wieder los mit den Gezetra. Ja! Den Anschlussfluch nicht gekriegt und das und das alles scheiße. Und einfach mal das auszuklinken, das war mega schön, fand ich das. Und dann auch die Natur so nah zu haben. Ne? Also wir haben ja wirklich bloß mit dem Bodenzelt. Da ist wirklich abends der Leopard vorbeigelatscht und dann kam in den engen Camp, da kam, waren wir völlig allein. Ja. Ne? Das war so ein verfallenes Camp, da kam nachts Elefantenherde und da dort hier mit solchen alten Fässern, die dort rum waren, da die dort rumballern hier, die dort zu spielen scheinbar. Das ist natürlich auch nicht rausgekrochen. Ne? Aus dem Zelt, aber das war schon mega. Die kamen so richtig brummend am Zelt vorbei dann hier. Boah, das war schon echt beeindruckend. Ne? Tolles Land ist das auch. Aber ich liebe auch so Afrika. Ich war in anderen Ländern schon gewesen, Afrika. Und also Afrika, das ist ein toller Kontinent und tolle Menschen. Also ich liebe die auch, die Menschen dort. Ne? Und habe dort nur nette Menschen kennengelernt. Also nicht irgendwelche, wie man das so manchmal so dargestellt bekommt hier. Tolles Land, könnte ich mir vorstellen zu leben. Wenn es jetzt dort auch noch regelmäßig Podcasts gibt, wäre das dein Land für immer. Ja, Jörg, nee. Allein beim Zuhören kann man die Minuten vergessen. Also es war eine sehr schöne Runde mit dir. Vielen Dank für alles, was du rausgelassen hast heute hier für uns. Ja, gern doch. Ne. Und einen schönen Tag dir noch. Ja, okay. Euch auch. Ne. Tschüssi. Danke, tschüss. Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. MDR Sachsen.